Hier kann man durchatmen, frei sein, die Natur genießen. Jägersbrunn bei Starnberg ist das perfekte Fleckchen Erde, um traumatisierten Kindern einen Schutzraum zu bieten. Hier im neuen Tabaluga-Haus können ab jetzt bis zu 12 Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuern therapeutische Aufenthalte verbringen. Und er hat das möglich gemacht. Peter Maffay hat mit seiner Stiftung die älteste Jugendherberge Bayerns übernommen, grundlegend renovieren lassen, um hier traumatisierten Kindern eine Wohlfühloase zu bieten. Missbrauch, Alkoholismus, Drogen, Gewalt, das sind nur einige der Dinge, unter denen Kinder zu leiden haben. Und wenn sie zu uns kommen, dann versuchen wir ihnen eine Pause zu verschaffen, eine Pause im Kopf. Das ist ja bei einer solchen unberührten Natur am ehesten wahrscheinlich machbar. Und Peter Maffay bekommt dabei tatkräftige Unterstützung von der Tribute to Bambi Stiftung. Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel überreicht ihm eine Spende im Wert von 80.000 Euro. Geld, das hier wirklich gebraucht wird. Hierher werden Kinder kommen, die aus ganz schwierigen Familienverhältnissen zu uns finden, über Einrichtungen, in denen sie untergebracht sind. Diesen Kindern einen möglichst schönen Aufenthalt zu gewährleisten, den Transfer zu finanzieren, alle Vorgänge hier zu bewegen, bedeutet einen ökonomischen Unterbau. Den kriegen wir zustande, mal besser, mal weniger gut über Spenden. Und da ist natürlich dann so eine Kraftspritze von 80.000 eine Hausnummer. Damit kann man einiges bewegen oder einige Kinder hier so zu Gast haben. Und für die Vorsitzende der Tribute to Bambi Stiftung ist das eine Selbstverständlichkeit. Schließlich verfolgt sie die Arbeit von Peter Maffay schon seit langer Zeit. Er ist ja sehr bescheiden. Er macht da nicht so viel Aufhebens darum. Aber in Wahrheit hat er ja schon viele Projekte angestoßen. Also es gibt nicht nur die Peter Maffay Stiftung ist nicht nur auf Mallorca tätig, sondern auch in Rumänien und noch in anderen Projekten. Unterhält auch ein Segelboot für traumatisierte Kinder und jetzt hier diese alte Jugendherberge, die umgebaut wurde. Diese alte Jugendherberge erstrahlt jetzt wieder im neuen Glanz und liegt gleich um die Ecke von Peter Maffays Bayern-Wohnsitz. So kann er sich jederzeit selbst von der Arbeit der Peter Maffay Stiftung und der ganz besonderen Wirkung des Tabaluga-Hauses überzeugen. Das Haus hat eine gewisse Magie. Also ich bin ganz sicher, dass die Kinder, die hierher kommen, Kinder und Jugendliche, die dürfen dann so 8 bis 10 Tage bleiben mit Betreuern. Ich glaube, dass die eine sehr gute Zeit hier erleben werden und das wird ihnen für ihr weiteres Leben vielleicht das Selbstbewusstsein schenken, was ihnen die Umstände genommen haben. Fest steht, dass hier ein Ort des Glücks geschaffen wurde, wo geschädigte kleine Seelen wieder heilen können.